Ja, wir sind heute in der Sporthalle des Sportplatzes Rennbahnstraße 45. Wir führen heute einen Workshop durch für behinderte und nicht behinderte Personen, die Interesse am Bogensport haben. Also hier sind wir nun bei der Station, wo man Bogenschießen im Sitzen ausprobieren kann. Da haben wir mehrere Möglichkeiten, und zwar einmal direkt im Rollstuhl, das zweite Mal auf einem richtigen Stuhl oder auf einem Gymnastikball. Auf einem Gymnastikball hat sozusagen den Reiz, dass da das Gleichgewicht noch extra stimuliert wird während des Schießens, dass da zusätzliche Faktoren, die wir als Rollstuhlfahrer haben, als Schwierigkeit noch simuliert werden können. Wir sind hier an der Station, in der man mal ausprobieren kann, wie es ist, mit Blindheit und Sehbehinderung zu schießen. Wir bieten hier zur Simulation einer Sehbehinderung Brillen an, die dieses tun, also die Sehbehinderung simulieren. Diese sind sehr, sehr unterschiedlich. Ich wollte mir das gerne mal angucken, wie das ist, wenn man blind ist, also mit solcher Brille auf und das simuliert. Und das hat mich ganz schön erstaunt. Also man sieht ja wirklich fast nichts, und man kann sich gar nicht vorstellen, dass jemand, der jetzt blind ist, solchen Sport ausüben kann. Wir haben ja zur Ansicht eine unserer Simulationsbrillen dabei. Diese, die simuliert zum Beispiel die Makuladegeneration. Das bedeutet, dass im Zentrum des zentralen Sehens ein schwarzer Fleck besteht. Das heißt, dass man nur noch in der äußeren Peripherie sieht und halt nicht mehr fokussieren kann. Wir führen heute Sportmentaltraining im Rahmen des Bogensport inklusiv aus. Gerade im Bogensport ist es wichtig, besonders viel Konzentration zu haben, Körperwahrnehmung zu haben. Und das trainieren wir heute durch Reaktion, Geschicklichkeit und Gleichgewichtstraining. Ich bin heute Morgen hergekommen, wollte mir eigentlich nur das Bogenschießen ein wenig ansehen und war dann ganz überrascht, dass auch noch andere Geschicklichkeitsspiele angeboten worden sind.